So, heute haben wir den 20. Februar 2023 und es steht an: Filterwechsel, Dieselfilterwechsel einer Perkins-Maschine mit 101 kW. Ist eine Menge zu beachten, also schaut aufmerksam zu. Das ist ja So, als richtig. erstes muss natürlich der Dieselhahn abgestellt werden, der Rücklauf und der Vorlauf entsprechend. Dieseltank hier auf der Contest 55, 1000 Liter. So, als nächstes bereiten wir den Motorraum vor. Hier oben sehen wir die zwei Dieselfilter und mit den entsprechenden Schrauben, das heißt Werkzeug entsprechend zurechtlegen. Wir brauchen einmal 11er-Schrauben, um die zwei Filter abzuschrauben, und drunter einen Auffangbehälter für den Diesel. In dem Fall habe ich eine Wasserflasche 5 Liter aufgeschnitten. Für die Entlüftung brauchen wir auch entsprechendes Werkzeug. Hier sind Entlüftungsschrauben, hier sind Entlüftungsschrauben und natürlich an den Kolben auch entsprechende Entlüftungsschraube, dass wir die Luft wieder aus dem Motor rauskriegen. So, und dann kann man mal losstarten. So, es geht im Endeffekt los. Man sieht schon, unten der Filteransatz löst sich. Wir brauchen eine zweite Hand, dass es weitergeht. Ah, ich hab's fest. So, es geht weiter. Motorraum ist besonders schön hier arbeiten, weil es besonders warm ist. Ich habe natürlich gestern letztmalig den Motor angehabt. So, kannst du reinfallen lassen. Theoretisch müsste der Filter kommen. Genau, der kommt. Kannst du hier reinstellen. Ja, musst drüber gehen, musst du dir rüber gehen. So, jetzt kommt der zweite. Schön ordentlich oben abstellen. Haben wir natürlich gleich Luft im System. Das ist mega scheiße. Aber die Filter gehen schön ordentlich ab. Das ist schon mal ausgezeichnet. Und das Benzin, das Diesel, was rauskommt, Diesel, wir fahren mit Diesel, nicht mit Benzin. Das Benzin ist schön sauber. Das ist ein Zeichen, dass die Filter auch schön sauber sind. Hintergrund ist, es gibt noch ein Vorfiltersystem. Das hatte ich letztens erst getauscht. Das war das entsprechend, die Vorfilter auch entsprechend. Ist noch fest. Ja, ordentlich sind. Genau, zwei Hände mehr machen sich ausgezeichnet hier bei dieser Arbeit. Warte, der Filter muss noch kommen. Ja, komm. Okay, das war erstmal die Filter ab. Jetzt geht Filter tauschen. So, das Wichtigste haben wir natürlich wieder mal hingekriegt. Wir haben alles rausbekommen, das ist schon mal ganz toll. Jetzt geht es auf die nächste Arbeit, die Dichtung wieder drauf zu kriegen. Und das ist ein bisschen eine Fitzelarbeit. Vielleicht kann der zweite Kameramann das Was soll ich tun? besser zeigen, wie man diese Gummidichtung auf diese Dinger drauf bekommt. Die Kamera mal halten. Und das Licht doch dazu. Genau. Das Ziel ist, das hier drüber zu bekommen. Und das ist mega scheiße. Jawohl. Erstes geschafft. Jetzt kommt das zweite Gummi. Halt mal das Ding, passt mal. Ich hole ein Gummi. Ja, und wenn man mich sieht, ich bin wieder schweißgebadet. Im Schweiße seines Angesichtes im Motorraum, das ist immer besonders erfreulich. Ich habe so die Schnauze voll schon. Mein Kopf war schon eingeklemmt im Motorraum, weil die Gummidichtungen natürlich runtergefallen sind. Ich übergebe. Kameramann, Licht, Spot. Zweiter Teil. Zweites dran. Ah. Und natürlich habe ich jetzt eine kleine Technik schon entwickelt, wie man diese scheiß Gummi drüber kriegt. Und siehe da, gewonnen! Perfekt. So, und jetzt noch die zwei anderen Gummidichtungen, die hier drauf lagen. Eins und das zweite. Dann zwei drauf. Total verblendet von der Taschenlampe. Aber wir filmen ja nicht mehr. Doch. Und auch da gibt es eine Technik. Das erste habe ich schon drauf bekommen. Das zweite folgt zugleich. Na, ich sehe jetzt hier, bei der zweiten ist es dann besser dargestellt. So.
Jetzt Dichtungen sind dicht. Jetzt geht's weiter. Jetzt der erste große Filter. Hast du jetzt alle beide, ja? Ja, ja, alles ist durch. Warte. Jetzt geht ans Eingemachte. Jetzt fit's. Ich glaube, so rum ist richtig. Ja. Warte. So, möglichst Kamera gerade halten, nicht schief. So, das Wichtige ist dabei, die Schraube, die Dieselfilter hält, nicht zu fest zu drehen, weil ansonsten drückt ihr den Filter platt, was mega scheiße ist. Aber nichtsdestotrotz muss es ein bisschen fest sein. Deshalb ziehen wir mit der Ratsche ganz klein wenig nach, so dass es fest ist. Müsste man eigentlich einen Drehmomentschlüssel haben. Oh, da ist ja schon das Kamerahalten schwer. So, das zweite. Gleiches Problem, nicht zu fest drehen, am besten erstmal händisch, aber damit haben wir noch nicht unsere Probleme gelöst. Das Hauptproblem ist das Entlüften des ganzen Systems. Wie geht das Ding aus? So, das Wichtigste ist jetzt, der Filter ist drauf. Wie geht es weiter? Und zwar folgendermaßen, wir haben drei Entlüftungen. Nummer 1, Entlüftung der Dieselfilter. Nummer 2, Entlüftung der Dieselleitung. Und Nummer 3, Entlüftung der Kolben. Wir fangen an mit dem Anlasser. Der Anlasser wird angelassen, immer kurz. Schraube wird vorher aufgeschraubt, warten bis Diesel kommt. Dann Schraube schließen, Anlasser Stopp sagen. Nächste Schraube öffnen, Anlasser starten, bis Diesel kommt, Anlasser stoppen, wieder Schraube schließen. Wieder Anlasser, also die Schraube vom Kolben öffnen, Anlasser anlassen, der kommt natürlich nicht, Diesel kommt und jetzt springt der Motor an, schnell wieder schließen, ausmachen. Das ist das Prinzip. Kann ich schwer zeigen, weil der Motor läuft. Menge Krach ist und ich sehr, sehr laut sein muss, weil du brauchst einen zweiten Mann, der oben den Anlasser jeweils betätigt, oben am Deck. So ist der Plan. Schauen wir mal, ob am Ende der Motor wieder läuft. So, natürlich müsst ihr, bevor startet, bevor es wieder losgeht, natürlich die Hähne öffnen. Das ist ganz wichtig, sonst geht gar nichts. Wie ihr seht, der Motor läuft wieder mit ein paar Besonderheiten. An den Lüftungsschrauben, die ich eben gerade gezeigt habe, habe ich mit der Flasche nochmal Diesel nachgefüllt, bis entsprechend der Füllstand voll war und habe dann den Anlasservorgang jeweils gestartet mit der ersten Schraube, mit der zweiten Schraube, mit der dritten Schraube und dann mit der entsprechenden Schraube bei den Zylinderköpfen, bis jeweils Diesel rauskam. Und natürlich, wenn am Zylinderkopf der Diesel rauskommt, springt sofort der Motor an. Sofort den Motor wieder ausstellen, alles Schrauben nochmal überprüfen, dass die fest genug sitzen und dann kann die Reise weitergehen. Viel Spaß!